Mit einem legendären Ruf als die Wüstenkönige und einer Geschichte, die so tief und geheimnisvoll ist wie die unendlichen Sanddünen der Sahara, führe ich euch heute in die Welt der Tuareg ein. Als Mitglied dieses faszinierenden Volkes möchte ich euch auf eine epische Reise mitnehmen, in der Tradition und Abenteuer, Kultur und Geheimnisse sich zu einem atemberaubenden Mosaik verweben. Lasst uns zunächst einen Schritt zurückgehen und über die Entstehung unseres Volkes sprechen. Die Tuareg, auch die blauen Männer der Wüste genannt, haben eine lange Geschichte, die bis in die antiken Berberzeiten zurückreicht. Unsere Vorfahren waren Nomaden, die die Sahara durchquerten und die nomadische Lebensweise perfektionierten. Diese nomadische Existenz hat unsere Kultur und Identität geprägt. Unsere Kultur ist so vielfältig wie die Wüstenlandschaft, in der wir leben. Eines der auffälligsten Merkmale ist unsere traditionelle Kleidung, die von den Männern und Frauen gleichermaßen getragen wird. Die berühmten Indigo-Blautöne unserer Gewänder spiegeln sich in unserem Namen wider, die blauen Männer. Diese Tücher sind nicht nur Schutz vor der brennenden Sonne, sondern auch Ausdruck unserer Identität. Unsere Lebensweise ist eng mit unserer Umwelt verbunden. Wir sind Nomaden, die mit Kamelen und Pferden durch die Wüste ziehen. Unsere Zelte, die sogenannten Kel Tamashek, sind unsere Heimat und werden von den Frauen unserer Gemeinschaft liebevoll gefertigt. Diese Zelte sind leicht und leicht aufzubauen und ermöglichen es uns, mit den sich verändernden Jahreszeiten und den Bedingungen der Wüste in Einklang zu leben. Die Tuareg sind bekannt für unsere Gastfreundschaft. Wenn Reisende unsere Zelte erreichen, werden sie herzlich willkommen geheißen und mit traditionellem Minztee und Geschichten aus der Wüste empfangen. Diese Gastfreundschaft ist ein wesentlicher Teil unserer Kultur und ein Zeichen des Respekts gegenüber anderen. Unsere Traditionen sind reichhaltig und faszinierend. Eines unserer bedeutendsten Feste ist das Takupt, das das Ende der Trockenzeit markiert. Es ist eine Zeit des Feierns, bei der wir traditionelle Tänze aufführen und unsere Kunsthandwerksfähigkeiten zur Schau stellen. Die Frauen weben farbenfrohe Teppiche, während die Männer handgefertigten Schmuck und Messer herstellen. Ein weiterer wichtiger Brauch ist die Zeremonie der Tifinagh, bei der unsere Jugendlichen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Diese Initiationsriten sind geheimnisvoll und symbolisieren den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Die jungen Männer und Frauen durchlaufen Prüfungen und erhalten spirituelle Führung von den Ältesten. Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Lebens ist unsere Musik. Die Klänge der Tuareg-Musik sind hypnotisch und erzählen von unserer Geschichte und unseren Erfahrungen. Traditionelle Instrumente wie die Tinde und die Imsat sind für uns von großer Bedeutung. In unserer Kultur glauben wir auch an die Macht der Amulette und Talismane, die uns Schutz vor dem Bösen bieten sollen. Diese Schmuckstücke sind kunstvoll gestaltet und haben oft tiefe spirituelle Bedeutung. Sie begleiten uns auf unseren Reisen und erinnern uns an unsere Wurzeln. Die Tuareg-Kultur ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit zur Wüste und zur Natur. Wir ehren die Elemente und respektieren die Umwelt. Unsere Bräuche sind eng mit den Jahreszeiten und den Bedingungen der Wüste verbunden. Aber wie sieht das moderne Leben der Tuareg aus? In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bedingungen in der Wüste verändert. Der Klimawandel hat unsere traditionelle nomadische Lebensweise herausgefordert. Viele von uns haben sich dazu entschieden, in städtische Gebiete zu ziehen, um besseren Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu erhalten. Dieser Übergang hat unsere Gemeinschaft verändert, aber unsere kulturelle Identität bleibt stark. Der Kontakt zur normalen Welt hat auch seine Vor- und Nachteile. Wir haben Zugang zu modernen Annehmlichkeiten wie Strom und Internet, was unsere Kommunikation und Bildung verbessert hat. Gleichzeitig sind wir aber auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert, wie der Erhaltung unserer Sprache und Kultur in einer globalisierten Welt. Unsere Sprache, Tamashek, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Wir bemühen uns, sie zu bewahren und an die jüngere Generation weiterzugeben. Sie ist reich an Geschichten und Traditionen und verbindet uns mit unseren Wurzeln. Unsere Kultur ist ein kostbares Erbe, das wir von Generation zu Generation weitergeben. Sie ist geprägt von Gastfreundschaft, Musik, spirituellen Bräuchen und einem tiefen Respekt für die Natur. Ich hoffe, dass ich euch einen Einblick in die faszinierende Welt der Tuareg-Kultur geben konnte, aus meiner eigenen Perspektive als Mitglied dieser Gemeinschaft. Danke, dass ihr zugehört habt, und ich lade euch ein, mehr über unsere Kultur zu erfahren und sie zu respektieren.